runter wieder, Popo loslassen und die Beinchen so ein bisschen ans Ende, dass sie spürt, da ist noch wieder eine Begrenzung. Super, da kriegt sie ein bisschen Hilfe. Ja. Genau, und jetzt legst du einfach mal nur deine Hand ein bisschen auf den Bauch zu, dass sie sich kurz, die muss jetzt erst mal gucken, was abgeht hier. Und dann tue ich ein bisschen Wasser über den Bauch drüber, dass der ein bisschen warm wird. Super. Prima. Hast du gut? Ja, gell? Und dann war die Arme, die kann sich nur mal erinnern an Fruchtwasser und Bauch. Die denkt jetzt, oh Gott, was machen sie heute mit mir? Ja, genau. Und dann fange ich so ein bisschen an mit den Fingern, so zwischen den Zehen, die Fusseln ein bisschen rausnehmen. Die ist ganz schön mutig. Und ich finde immer, das kannst du mit den Fingern viel, viel besser, wie wenn du den Waschlappen jetzt zwischen den Fingern, also in der Hand hättest. Da hast du mehr Gefühl, genau. Guck, da kommen sie schon raus. Schon klein. Super. Ja, genau. Das ist gar nicht so leicht, weil... Gell? Ja. Weil sie nämlich die Füße nicht aufmacht. Ja, da musst du mal durch. Und dann immer wieder ein bisschen Wasser über den Bauch drüber, weil der ja doch immer raushängt. Super. Und der andere Fuß. Wusch. Aber das mag sie anscheinend ganz gerne, oder kann man das jetzt so nicht sagen? Sieht momentan gut aus. Und so, damit sich die Oma nicht wundert, Gesicht und Haare machen wir immer zum Schluss. Weil überleg selber, wenn du nasse Haare hast, dann friert man viel schneller. Ja. Jetzt kann es nur sein, die ist nachher so entspannt und macht dann ins Wasser rein, dann muss man halt die Haare und das Gesicht nachher extra mit dem Waschlappen machen. Auch das wäre kein Problem. Genau, immer wieder über den Bauch drüber und dann so ein bisschen so in den Falten, so in den Leisten. Und ich finde immer mit den Händen, mit den Fingern hast du das doch viel besser im Gefühl. Ja. Guck, und da schwimmen schon die sehr alten Hautfetzen. Genau. Prima. Ja, super machst du das mit. Dann wieder ein bisschen über den Bauch und dann kannst du, das mögen sie jetzt nicht so gern, hier so ein bisschen unter die Arme. Genau. Nicht so beliebt. Ja. Ja. Dann muss ich schimpfen. Und dann drückt man die Arme bei der Sehschicht ein bisschen runter, dass die Fingerchen auch ein bisschen drin sind. Und dann kannst du gleich den anderen. Wenn sie, da muss man immer den Moment nützen, wenn sie dann ein bisschen aufmachen, aber am anderen gleich zum anderen Arm wechseln. Weil da kneifen sie halt nur auch zusammen. Und darunter geht es eigentlich schon. Super. Und wenn sie so zurückgeht, dann nimmst du ein bisschen Wasser und dann tust du ein bisschen den Hals. Ja, genau. Und dann hinter die Ohren ein bisschen. Also ich mache auch die Ohren nass, weil ich sage immer nach dem Baden, ich würde halt das Baden so legen, dass man danach nicht nochmal raus muss. Das kann man ja abends machen, ja, späten Nachmittag. Und wie mache ich das jetzt in anderen, das andere Ohr? Einfach nimmst du deine Hand und schiebst du ein bisschen zur Seite, guck, und dann geht es da auch drunter. Super. Ah, okay. Und wenn sie so von allein schon den Kopf so nach hinten tut, siehst du, dann gehst du richtig über die Haare drüber. Richtig nass machen. Genau. Super. Super, Lilly. Genau, richtig nass machen. So, ihr geht mal gucken, wie das kann man ja gar nicht mehr Badewanne. So lange kann man ja gar nicht so. Mhm. Also die Badewanne würde ich mir irgendwo draufstellen. Das schauen wir dann. Das da? Ja. Aber vorher ist weggegangen. Ja. Oh, toll, mein Schatz. Hat sie auch eine Mütze aufgehabt? Ja. Ja. Blaue. Ups. Gut. Drück nochmal drüber. Ja. Oh, toll machst du das.
Ups, macht nichts. Und dann einmal richtig übers Gesicht drüber, was? Ich tun schon mal raus, dann wird es geschützt. Ja, genau. Genau, super, gut. So. So. Oh Gott. Gut. Aber das kann man ja gar nicht alleine. Du, da braucht man ja jemanden, der den Schnuller festhält. Ja, toll. Aber jetzt sind sie weg, die Dinger. Guck mal. Mhm. Ja, weißt du. Ja, weißt du, mein Schatz. Das machst du ganz toll. Hast du dir aber heute schön was verdient. Schön, Mensch. Super. Schön, Mensch. Und was hat das? Also, du darfst dann auch. Wir machen deine Haare nochmal nass. Halt, hier ist das noch nicht. Man darf nur, wenn sie so relativ friedlich sind, nicht zu lange, weil es ist nicht viel Wasser drin. Es ist auch nicht sehr warm, das kühlt dann auch recht schnell aus. Ja. Und darum sage ich immer, was weiß ich, so 3-4 Minuten und das war's dann. Okay, und das heißt, in der Zeit möglichst alle Falten und... Genau, aber hast du ja schon ganz gut. Ja. Hm? Hast du toll gemacht. Wenn du jetzt noch ein Weilchen wartest, dann schläft sie ein. Hat schon Augen auf halb was. Mhm. Und wenn es in die Ohren läuft, ist alles mach nicht. Die machen wir nachher gleich drauf. Ja. Okay? Ja, super. Dann hole ich das Handtuch. Ja. Ja. Jetzt nimmst du sie unter dem Popo nochmal, so wie vorher, ein bisschen, abtropfen. Genau. Super. Dann gibst du sie einfach mehr. So. Und dann machen wir einen Tausch. Einmal, zweimal. Ich hab sie. Und dann darfst du sie lecken. Hast sie? Ja. Okay. Und dann lecken wir sie zu und dann gehen wir runter. Guck, und dann schwimmen